Und zurück in Dark Souls 3. In der heutigen Folge machen wir in der Burg Lothric weiter. Hier jetzt aktuell an dem zweiten, ja, kann man sagen, eigentlich am ersten Leuchtfeuer, weil es erst Leuchtfeuer in der Burg Lothric. Das andere ist ja bei der Tänzerin da unten. Ich hatte aber schon mal ein bisschen weitergespielt bis zum zweiten Leuchtfeuer. Der Weg ist aber nicht weit, den zeige ich euch jetzt. Wo geht's hier hoch? Hier auch die ganzen Items einsammeln, liegt überall in den Ecken ein bisschen was rum. Genau, dann geht's hier. Geht's dann weiter. So. Oh, komm her. Ja, die haben schon ein bisschen mehr drauf wie in dem Startgebiet jetzt. Ja, also gut, komm. Ruhe. Leute, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr hier reingeht, dann kommt so ein riesengroßer, fetter Typ, der auch in dem Startgebiet war. Der wird euch bestimmt daran erinnern. Ich war da schon drin und da oben, wenn die Leiter hochgeht, da gibt es eine unsichtbare Mauer. Da könnt ihr euch guten Loot holen. Ich gehe jetzt sicher, weil ich brauche gegen den jetzt nicht mehr unbedingt kämpfen. Ich gehe dann einfach gleich mal hier weiter. So, schauen wir erstmal hier. Ah, was ist das? Denn das? Dann kann ich keine Estos nehmen. Irgend so ein komisches Ding hier drauf. Jetzt. Was ist denn das? Hä? Ach, der da oben. Ich will dir helfen. Schieß mit dem Bogen runter. Mei, treffe ich den nicht. Was ist denn da für ein komisches Schwert? Oh, jetzt aber. So, gleich hier durch. Mann. Hier gibt es auch noch Loot. Also komischen Bomben sind es. Mit der Ausdauer muss ich wirklich was, ein bisschen was machen. Ey, ich habe echt zu wenig Ausdauer. Ruhe. So. Da. Jetzt müssten wir eh im zweiten Leuchtfeuer sein, es ist da oben. Söldner Stahlhelm, also nicht gerade so toll. So, gehen wir hier hoch. War ich hier schon? Ja, da kommen wir noch nicht hin, glaube ich. Der regt mich auf da oben. Jawohl, der tut mir jetzt eh nichts mehr, gell? Genau, und hier ist das zweite Leuchtfeuer. Und weiter bin ich eh noch nicht gegangen. Wie bis hier? Es geht jetzt da irgendwo bei den Drachen da oben weiter. So, schauen wir hoch. Abschießen.
Ach du Scheiße. Obwohl, das geht schon, gell? Ah, heb mal den Kopf nicht. Das ist, glaube ich, der Drachen vom Stadtgebiet, oder? Kann das sein? Wenn ich jetzt nämlich ins Stadtgebiet gehe, da ist der Drachen nämlich nicht mehr da. Also muss es ja fast der sein hier. Oder der andere da hinten. Ich glaube, der war ein weißer Drache. Wieder mal durchzugehen, aber ich glaube, da komme ich nicht durch. Kann mich hier verstecken? Okay. Zieht es mir, glaube ich, nichts ab. Na, jetzt zieht es mir nichts ab. Er macht schon mehr Schaden, genau. Estos. Pfeiler haben wir genug. Nur den Kopf unten. Ja, die Hälfte haben wir schon weg von dem. Gehen wir bei den Pfeiler aus hier. Ja,
Nein. Sei dann gar nicht mehr hier. Jetzt komm. Mei. Jedes Mal, wenn ich ihn auf den Kopf treffe, nimmt er den Kopf hoch. Mei. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Mensch. Muss noch andere nehmen. Drachentöter Blitzpfeil nehmen wir jetzt mal. Muss ich aber schauen, ob ich das mit dem Bogen. Nee, mit dem Bogen geht's. Ich habe aber noch einen anderen Bogen. Drachentöter Großbogen. Mit dem müsste es eigentlich funktionieren. Mei. Mei. Also. Aber. So, jetzt ist er gleich down. Wie hat er nicht mehr? Kannst du jetzt mal Ruhe geben hier? Ja, jetzt kommt. Ein Schuss noch. Oder zwei vielleicht. Ja, nochmal einer. Oh. Alle zwei down jetzt, oder was? Coole Sache. Jetzt muss ich aber den Bogen wieder anders. Genau, mit dem wieder. Und dann tun wir uns gleich Pfeile wieder rein. So, immer die hier, Holzpfeil. Geil. Warum sind alle zwei Drachen da? Ich habe bloß einen Down gemacht. Eigentlich. Blitzrune. Ich glaube, den Loot werde ich dann oben kriegen wahrscheinlich irgendwie. Gealterter Edelstein. Muss man jetzt erstmal den Loot holen hier. Glut. Okay. Schaut schon geil aus, hey. Die
Drachen. Schon cool gemacht. Nein, die schmeißen immer eine Scheiße hier. Ruhe. Bruder Edelstein. Nein, wer ist denn das jetzt schon wieder? Wo? Wo? Gehen wir ins Kellerverlies. Boah, was ist das? Was ist das? Boah. Erfrierung. Oh. Okay, wie es denn weitergeht, schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.